Canvas ist ein HTML-Element, das eine Zeichenfläche zur Verfügung stellt, in die du ein Bild laden kannst, in die du zeichnen kannst, in der du Animationen laufen lassen kannst. P5 nutzt dieses Element, aber du kannst es auch mit JavaScript direkt ansprechen. Und das ist möglich durch die Canvas API, eine Schnittstelle, die die Browser-Software für JavaScript bereithält. Also P5 ist eine Vereinfachung für das Arbeiten mit dieser Schnittstelle. Aber P5 ist nicht immer notwendig, um dies zu tun. Und ich finde es nützlich, dies einmal losgelöst von P5 anzuschauen. Ich habe hier ein einfaches HTML-Element mit einer Überschrift. Die sehen wir im Viewport. Den Canvas, den ich hier auf Zeile 14 habe, das sehen wir nicht. Es hat zwar eine Größe. Width und Height definieren, wie groß das gerendert wird im Browserfenster. Es hat eine ID, die dient uns dazu, auf Zeile 18 dieses Element einer Variablen zuzuweisen. Aber ich sehe noch nichts. Ich kann hier über dieses Element fahren im WebDev Inspector. Aber wenn ich es sehen will, muss ich das irgendwie sichtbar machen. Das kann ich zum Beispiel, hoppla, mit dem Style Sheet machen. Und da kann ich eine Regel dafür schreiben, Canvas Border ein Pixel durchgezogen und schwarz. Irgendetwas stimmt immer noch nicht. Jetzt ist es gegangen, irgendwie ist das zwischendurch abgestürzt. Jetzt habe ich eine Umrisslinie oder ich kann eine Hintergrundfarbe einstellen. Das ist aber noch nicht das gleiche, wie wenn ich in die Zeichenfläche hinein zeichne. Und das kann ich nur mit JavaScript, das geht nicht mit CSS. Und dazu gehe ich hier in den Programmteil hinunter. Du siehst hier auf der ersten Zeile habe ich Console Clear geschrieben, damit die Konsole immer geputzt wird, bevor das Programm läuft. Und dann habe ich bereits, wie gesagt, hier diese Variable, die mir Zugriff aufs HTML-Element erlaubt. Aber die Zeichenfläche an sich, die muss ich anders ansprechen und auch die muss ich in eine Variable speichern. Dazu schreibe ich eine neue Variable, ich nenne die CTX. Und du kannst die nennen, wie du willst, aber es scheint eine Konvention zu sein, weil es handelt sich um einen Kontext. Zumindest wird das so genannt. Ich schreibe hier My Canvas, also das HTML-Element, das ich bereits habe. Und dann Get Context. Und dieser Kontext, der hier geholt wird, das ist eben diese Zeichenfläche. Und ich muss noch angeben, ob das zwei- oder dreidimensional ist. Also CTX, das scheint eine Konvention zu sein. Ich stütze mich hier auf die Dokumentation bei MDN. Da gibt es ein Canvas-Tutorial, das ich dir sehr empfehlen würde. Es ist total interessant, es ist relativ kurz und knapp gehalten mit vielen Beispielen und es erlaubt noch einmal einen ganz anderen Zugang zu diesem Element, als es P5 bietet. Und hier wird eben CTX verwendet, aber ich habe das auch schon in anderen Tutorials gesehen. Also es ist eine Art Konvention, diese Variable so zu nennen. Und du siehst hier bereits das zweite Beispiel. Da geht es darum, ein Rechteck zu zeichnen. Und diese zwei Zeilen, die paste ich mal in mein Programm. Und dann sehe ich hier dieses Rechteck. Und du siehst hier diese vier Argumente. Das ist genau gleich wie in P5. Die ersten beiden, die stehen für die Position. Und dann ist es die Ausdehnung, die Breite und die Höhe. Und Fill Style, diese Eigenschaft, die bestimmt, welche Farbe das Gezeichnete kriegt. Also das sind die Schritte, die du zurücklegen musst, um auf diese Zeichenfläche zu zeichnen. Im nächsten Video
schauen wir uns an, wie wir mehrere Canvas haben können und wie wir die Auflösung des Koordinatensystems ein bisschen optimieren können.